Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einem etwas anderen Video. Heute geht es nicht um Elektromobilität oder um irgendwelche Tests oder Reparaturen oder was ich sonst so gemacht habe, sondern heute geht es um die Demonstration gegen den Artikel 11 und 13, also gegen die Urheberrechtsreform, so wie sie in der momentanen Fassung da ist. Und ja, da bin ich mit dabei gewesen bei der Demonstration am 23. März 2019, also vor 2 Tagen, und hier in Berlin. Und es waren echt Massen an Menschen unterwegs. Und anfangs habe ich gestern gehört in den Medien, also es wurde ja eh kaum über die Demonstration gesprochen. Also es wurde schon drüber gesprochen, aber sehr verallgemeinheit und sehr niedrig gehalten das Ganze. Man sprach da halt von wenigen Tausenden, die hier in Berlin demonstriert hätten. Später hat man das dann auf 10.000 korrigiert und zum Schluss habe ich eine Zahl von 40.000 gehört hier in Berlin. Interessant ist dagegen übrigens auch, dass man europaweit auch nur von wenigen 10.000 gesprochen hat, aber hier in Deutschland waren es ja schon weit über 100.000 Leute, die auf die Straße gegangen sind, um gegen diese, so wie sie jetzt gerade dasteht, Urheberrechtsreform zu demonstrieren. Und ja, letzten Endes, ich war mit in der Demonstration dabei gewesen. Ich bin nicht den ganzen Weg mitgelaufen. Ich habe eigentlich sehr viele Aufnahmen gemacht. Da ging es mir eigentlich sehr darum, dass ich das so ein bisschen festhalten konnte. Und ich bin dann halt um die Demonstration mehr oder weniger herumgelaufen oder habe sie abgeschnitten, um dann halt möglichst viel davon aufzunehmen. Und das interessante Bild kommt im Endeffekt zum Schluss, wo die ganze Demonstrationszug halt auf das Brandenburger Tor zugelaufen ist und die komplette Straße 17 Junis in Beschlag genommen hat. In dem Moment, wo der Umzug, also die Spitze des Umzuges oder der Demonstration halt am Brandenburger Tor war, da war das Ende noch nicht mal am Reichstag gewesen. Das hat da noch bestimmt so geschätzte 10 Minuten oder gefühlte 10 Minuten waren das. Hat es noch gedauert, bis das Ende am Reichstag vorbeigelaufen ist. Und dementsprechend sieht man das auch auf den Bildern. Es kam immer mehr Menschen dazu. Es wurde immer voller da vorne. Es kam immer mehr über den 17. Juni mit zum Brandenburger Tor hin. Und es war einfach eine total klasse Stimmung. Es war alles friedlich und da hat keiner Randale gemacht oder sonst irgendwas. Das war wirklich eine sehr schöne Demonstration. Und es freut mich, dass vor allen Dingen in Deutschland wieder demonstriert wird. Das ist halt auch eine sehr wichtige Angelegenheit, die ja in den letzten Jahren doch ziemlich untergegangen ist. Da war ja hier eigentlich so Demonstrieren ziemlich verpönt gewesen, was halt die politische Meinung anbelangte. Man ist vielleicht für sein Gehalt nochmal oder für seinen Lohn auf die Straße gegangen, aber jetzt politisch nochmal zu demonstrieren, das war richtig klasse. Ja. Warum wurde demonstriert? Es ist ja eigentlich klar, Artikel 11 und 13 würden halt die Meinungs- und Informationsfreiheit dermaßen einschränken, dass wir hier halt bald chinesische Zustände im Internet oder in der Öffentlichkeit halt hätten, wo wir oder überwiegend im Internet halt. Und klar, auf der einen Seite die Künstler, die sollen und müssen auch unbedingt entlohnt werden oder belohnt werden für ihre Arbeit, die sie tun und für die Veröffentlichung, die halt im Internet überall stattfinden, auch wenn sie nicht von ihnen selbst sind. Da sollten sie trotzdem Geld für bekommen, da stehe ich zu 100% dahinter. Aber es kann nicht sein, dass dafür das ganze Internet platt gemacht wird und wir eigentlich gar nichts mehr hochladen durften. Also selbst wenn ich jetzt auf der Straße irgendwo mich selber filmen würde und einen Kommentar abgeben würde und hinter mir wäre irgendein Objekt oder ein Haus, ein Zelt, ein Auto, sonst irgendwas, was ein Urheberrechts hat, dann dürfte ich dieses Bildmaterial schon gar nicht mehr senden. Und ich dürfte auch keine Kommentare abgeben zu irgendwelchen Pressemitteilungen oder Kommentaren, die sonst irgendwie im Internet oder in den Medien halt kursieren. Oder ich dürfte auch keine Stellung zu irgendwelchen politischen Dingen nehmen, weil da halt überall Urheberrechte drauf wären. Sobald ich einen Brief schreibe, irgendeinen Text schreibe, habe ich die Urheberrechte drauf und müsste eigentlich dementsprechend für bezahlt werden. Und wenn das jemand veröffentlichen würde, würde er halt dagegen verstoßen, wenn er nicht bezahlen würde. Und das würde halt passieren, wenn jetzt die Form des Artikel 11 und Artikel 13 so durchkommen bei der EU,
Und damit wäre eigentlich wirklich hier ja, die Diktatur im Internet sozusagen. Das heißt, wir durften keine freie Meinung mehr äußern, wir durften nichts mehr zitieren, wir durften keine Kommentare über irgendetwas anderes, was schon veröffentlicht wurde, bringen. Und die Informationsquellen wären damit halt sehr eingeengt. Das Internet wäre damit eigentlich als Informationsquelle verloren. Und an der Stelle frage ich mich dann auch, was hat es noch für einen Sinn für die Urheber, also für die Künstler, die jetzt beispielsweise Musik gemacht haben oder Videos gemacht haben, professionell und damit ihr Geld verdienen, oder für die Buchautoren. Wenn das Internet so beschnitten wird, dann hätten sie davon auch keinen Profit mehr, weil nämlich die Veröffentlichung dementsprechend eingeschnitten werden und würden sie eh kein Geld für kriegen. Und das soll es eigentlich nicht sein. Ich finde es toll, wenn beispielsweise, sag ich mal, ein Musikstück verwendet werden dürfte, wenn dafür da halt dementsprechend Geld an den Komponisten, an den Texter, wie auch immer, gezahlt werden würde. Da muss man halt einen Weg finden, wo kommt das Geld her? Und ich sag's mal so, die Plattformen, die es halt momentan gibt, die verdienen ein Schweinegeld daran, dass sie halt diese ganze Musik wiedergeben, dass sie diese Texte wiedergeben, diese Videos wiedergeben. Da verdienen sie Geld mit im Hintergrund, weil halt die ganze Werbung darüber läuft. Und da stehe ich zu 100% hinter. Die Künstler, die müssen dafür bezahlt werden, aber bitte nicht auf Kosten der freien Meinungsäußerung und der freien also des freien Informationsbezugs. Das sollte damit nicht eingeschnitten werden, so wie es jetzt halt mit dem Artikel 13 wäre. Und wenn beispielsweise aus dem Artikel 13 jetzt Wikipedia ausgenommen wurde, da steht ja extra explizit so drin, Wikipedia soll davon nicht betroffen sein, dann ist Wikipedia aber mit dem Artikel 11 betroffen, nämlich dass es nicht zitieren darf, dass es keine Zitate anwenden darf, keine Werke wiedergeben darf sozusagen, ohne halt auf Artikel 13 zu verweisen. Und das ist eigentlich Humbug, das ist Schwachsinn. Und ja, morgen ist ja der Stichtag, deswegen möchte ich auch heute das Video hier noch rausbringen. Morgen ist der Stichtag, da sind die Wahlen in Brüssel, war das, glaube ich, in der EU, wo die Parteien halt und die Länder über die Urheberrechtsreform entscheiden. Und da wird sich halt für uns hier in Deutschland auch kristallisieren, welche in Anführungsstrichen Volkspartei sich freiwillig von den nächsten hoffentlich noch freien Wahlen in Deutschland denn auch verabschieden wird. Also es gab ja schon bei den letzten Wahlen so einige Stimmen, die da so gesagt haben von wegen, ja, freie Wahlen ist ja toll. Wir haben die Freiheit, wählen zu gehen, aber unsere Stimmen werden gar nicht berücksichtigt, weil wenn um 17 Uhr schon das amtliche Endergebnis feststeht und da nur eine Hochrechnung heißt, dann kann irgendwas in Deutschland mit den Wahlen nicht stimmen, gerade wenn man sieht, wie Deutschland, die deutschen Politiker über Wahlen im Ausland drüber herziehen, von wegen, da gäbe es Wahlmanipulation. Und diese Stimmen sagen dann halt, vielleicht ist das ja hier in Deutschland genauso, dass wir hier Wahlmanipulation haben und gar keine Volkesstimme mehr zählt, sondern eigentlich nur noch die der Lobbyisten. Ja. Und eins möchte ich jetzt noch ganz kurz erwähnen, dann mache ich hier auch Schluss mit meinem Palaver und lasse euch mit den Bildern von der Demonstration alleine. Ich habe für die Teilnahme an der Demonstration keinen einzigen Cent bekommen und schon gar kein Euro. Und was denn hier so die CDU gerade verbreitet hat, von wegen, wir hätten ja alle Geld bekommen dafür, dass wir demonstrieren gehen. Entschuldigung, aber wir gehen demonstrieren, sofern die Leute von der CDU das noch nicht wissen, weil wir hier in einem freien demokratischen Land leben, nämlich in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben hier das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir dürfen hier auch demonstrieren gehen. Das ist übrigens in Berlin nicht nur durch das Grundgesetz verankert, sondern auch durch die Verfassung des Stadtstaates Berlin. Da steht in etwa das Gleiche drin wie im Grundgesetz. Das kann man so ziemlich parallel laufen lassen. Da stehen die gleichen Artikel drin. Und dieses Recht haben wir uns alle, die wir da demonstrieren gegangen sind, einfach zunutze gemacht und haben halt für unser Recht demonstriert, nämlich unsere freie Meinung zu äußern, dass die Urheberrechtsreform, so wie sie momentan in der EU debattiert wird, der absolut letzte Mist ist. So, das soll es von meiner Seite erstmal gewesen sein mit meinem Kommentar heute.
Würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen rauf da lasst, wenn ihr diesen Kanal weiterempfehlt. Und wer noch nicht abonniert hat, bitte abonniert diesen Kanal. Ich möchte gerne dieses Jahr noch die 1000 Abonnenten voll kriegen. Und das wäre gelacht, wenn wir es nicht schaffen. Wir haben letztes Jahr schon die 500 geschafft. Dann müssen wir jetzt auch die 1000 schaffen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, eins möchte ich noch ganz schnell hinten dranhängen. Bei der Demonstration muss ich leider einige Male den Ton komplett runterdrehen, weil dort leider urheberrechtsgeschützte Musik verwandt wurde. Also, liebe Leute, die ihr die Demonstration da musikalisch begleitet habt, vielleicht nächstes Mal dran denken, weil viele YouTuber und Leute von Facebook, die möchten doch gerne diese Videos hochladen, und wenn da urheberrechtsgeschützte Musik drauf ist, funktioniert das leider nicht so. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Danke, tschüss. Thank you.
werde ich jetzt als Mann. Stativ wegnimmt, dann sehen wir was. Die nehmen nicht das Transparent weg. Gehen wir nach links oder nach rechts? Rechts. Ich würde sagen, wir gehen nach rechts. Mehr Zensur
Ja. Hey, das Ding habe ich vorhin noch nicht gesehen. Ja. Schon ein paar mehr, ne? Weil da kommt immer mehr, ne? Verstanden, aber sie alle gebrüllt haben, das habe ich verstanden. Ja, guck mal, das hört nicht auf, ne? Ich glaube, hier ist gleich alles voll, wo wir stehen. Hä? Ja, geht einer auf eine Palme. Das Ende sehen. Also, du hast hier nicht mal einen Meter Rad, wo Leute stehen. Ja. Du bist hier schon auf einen halben Meter. Deswegen ja. Also, 1 Meter, 4 Leute. Immer noch? Ja. Ja. Dann habe ich doch recht damit. Ja, die hat sofort gedacht.
ist der zweite noch. Außer war der zweite nicht der kleine, meinst du? Weil das war ganz kleiner. Der zweite war Nico. Das war schon der dritte. Die hinten vorne ist vorhin nicht mitgefahren. Tatsache, da hinten laufen sie noch. Wir schlagen allen drin und dann laufen. Ja. Soll man nochmal sagen, unsere Jugend kann nicht auf die Straße gehen. Ja. Keine Streik- und Demo zu organisieren. Daniel. Wahnsinn, was? Von außen sieht man ganz nicht so. Nein. Oh, da wird es ja nicht angespielt.